Runde. Jetzt fehlt uns noch Dominik. Dominik wird uns auch etwas Überwachung, uns etwas über Überwachung erzählen. Hast du gesagt? Gut, wir sind gespannt. Ja, das steht eigentlich nur drin als Platzhalter. Ich hätte auch irgendwas über Datenschutz reinschreiben können, aber es ist ein schönes leeres Tab, was man auch dann beliebig füllen kann. Das ist ganz besonders bequem. Was ich eigentlich anfangen will, ist so der kurze Jahresrückblick 2015, so aus meiner Sicht, das ist auch sehr persönlich. 2015 war für mich ein Jahr, das kann man eigentlich komplett wegwerfen. Aus piratiger Sicht gab es für mich so zwei Ereignisse, die einfach ganz besonders schön waren. Es ist jetzt sehr lokal koloriert. Das war einmal der Christopher Street Day in Würzburg. Das war so wieder ein Punkt im Jahr, wo ich wirklich gemerkt habe, warum es eigentlich Spaß macht, politische Arbeit auf der Straße zu machen, warum es Spaß macht, bei den Piraten zu sein, wo man auch ein sehr wirklich gediegenes, gechilltes Publikum hat, wo man mit seinen Zielen eigentlich einfach nur offene Türen einrennt. Wo einem die Flyer und Aufkleber aus der Hand gerissen werden, wo auch die Podiumsdiskussionen, wo auch sogar Leute von der CSU sich für die Angelegenheiten der Homo-Ehe rechtfertigen müssen, aber es trotzdem wirklich in einem sehr, ausgerechnet beim CSD, was immer so dieses flippige und bunte und laute Image hat, wo es eigentlich wirklich extremst sachlich, ohne Vorbehalte, ohne Vorurteile zugeht. Also wirklich, wo eine Toleranz gelebt ist, da geht mir die Sonne im Herzen auf. Also das war wirklich, wirklich schön. Und das zweite war eine Bücheraktion. Wieder mal habe ich gelernt, also Bücher sind noch nicht ausgestorben und zeitlose Klassiker sind einfach zeitlos. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal eine Bücheraktion macht, ja, Astrid Lindgren, Preußler, Erich Kästner, geht immer noch. Und die Leute sind begeistert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da kommt alles an den Stand. Und ganz besonders schön war, wir hatten dann auch eine Handvoll von Flüchtlingen oder Neuankömmlingen, die dann meistens mit ihrem Mentor da waren, also jemand, der ihnen vor allem die deutsche Sprache beigebracht hat. Die kamen dann zum Stand, weil man will einfache Literatur haben. Also Präsens zum Beispiel, habe ich gelernt, so ist für die Leute, die hier neu ankommen, das ist so in der deutschen Sprache wohl ein ganz, ganz hartes Ding. Also sie suchen dann auch so Bücher, die dann so auf die Dinger dann verzichten. Aber das war dann auch ganz schön und sehr auffällig war, dass die zwar alle kein Deutsch konnten, außer vielleicht ein paar Brocken, aber die konnten alle ein Bilderbuch Englisch. Also alle fünf, die da waren, also Englisch wirklich top. Wie gesagt, also Bücheraktion auch, das kam unheimlich gut an. Was ich viel gehört habe, so, euch gibt es ja noch und finden wir super, dass es euch gibt. Nee, das ist echt klasse, was ihr hier macht. Und auch wirklich jung, alt, jegliche Art von, also der Querschnitt der Gesellschaft in unserer eher konservativen Stadt war davon restlos begeistert und es war ein super Tag. Und da sieht man auch wieder so auch die kleinen Dinge, da kann man wirklich viel machen. Weil ansonsten war 2015 eigentlich, also wenn man so einen Jahresrückblick gesehen hat, da gab es viel, ja, der bestand eigentlich zum großen Teil, könnte man meinen, eigentlich nur aus Terror. Zwei Sachen sind mir da aufgefallen, aber im Hinblick auch auf Überwachung beziehungsweise auch auf die informationelle Selbstbestimmung. Und zwar sind immer mal so eine Zeit lang so Zitate gefallen im Hinblick auf Überwachung oder Vorratsdatenspeicherung. Das wäre ja gar nicht so schlimm, weil die Leute sind ja auf Facebook und die posten ja da eh schon alles. Und mir ist dann was über den Weg gelaufen. Und zwar, dass es halt auch Leute gibt einmal, die das Argument bringen, ich habe ja nichts zu verbergen. Und es gibt auch Leute, die wirklich, wo ich dann auch den Leuten recht geben muss, die wirklich freiwillig alles teilen und alles hochladen und denen es vollkommen egal ist und die null darüber nachdenken, welche Konsequenzen es haben könnte. Ich habe da zwei Beispiele mitgebracht. Und das eine, also es ist wirklich ganz, ganz großartig. Also da ist ein Mann, männlich, um die 30 und hat sich ganz stolz auf so ein neues Samsung Galaxy Smartphone.
Und das Smartphone kann ganz tolle Fotos machen und man kann da auch ganz toll das als kleinen Tresor benutzen für alle wichtigen Sachen, die man da gerne abspeichern möchte. Und alle Sachen, die ihm eigentlich ganz besonders wichtig sind und die man auch im kleinen Kämmerlein und unterwegs immer gerne bei sich hat. Allein unterwegs, die Freundin nicht dabei. Ich speichere doch mal auch ein paar schöne Frontfotos meiner Freundin. Rasierter Rini-Haarschnitt, rasiert unter den Achseln, rasiert auch in der Intimzone. Ich bin unterwegs. Ich brauche da immer alles mit dabei. Ich habe auch ein Foto von meiner Unterschrift. Habe ich dann auch in meinem Handy drin. Wenn man mein... Ja, das fragt mich das nicht. Er ist auch hobbymäßig wohl als Rocker unterwegs. Und auch schöne Fotos mit seinen Kumpels zusammen, wo auf dem Nachttisch dann Marihuana in nicht erheblicher Menge rumliegt. Das könnte für ihn auch ganz schön eigentlich zum Problem werden, wenn es rauskommt, weil er arbeitet bei einem großen Konzern, von dem bekannt ist, dass er auch zumindest bei der Einstellung Drogentests macht. Woher ich das weiß, er hat ein eingescanntes Attest von seinem Betriebsarzt. Außerdem hat er anscheinend auch Stress mit seinem Vermieter, weil wenn sie sich irgendwie in ihrem Club immer treffen, wird es anscheinend immer ganz schön laut. Rocker eben. Auch viele Fotos von einigen Mitgliedern anderer Motorradfahrender Gesellen, die wahrscheinlich eher weniger drauf geil sind, irgendwo in irgendwelchen Clouds aufzutauchen. Das ist eine sehr verschlossene Gesellschaft, aber zu Rockern kommen wir später auch nochmal, das wird auch ganz großartig. So normalerweise hätte ich dann mal gesagt, so weißt du was, schreibst dem Abendkollegen mal eine Mail, hey, du lädst die ganze Zeit alles, was du fotografierst und abspeicherst in deine Cloud hoch, unter anderem auch sehr, sehr geil, ein Screenshot von seinem Betriebssystem auf der Fritzbox mit allen dazugehörigen Passwörtern. Er lädt das alles in die Cloud hoch, diese Cloud ist dann öffentlich zugänglich. Und normalerweise wäre ich zumindest so fair, sag, pass auf, du bist einfach, du weißt es nicht besser, vielleicht ein kleines bisschen unbedarft, was Technik angeht, was für tolle Möglichkeiten dein tolles Smartphone bietet, was es für tolle Fotos macht. Ein Scan vom Personalausweis von beiden Seiten war auch noch dabei, weil, warum nicht? Ich habe es dann aber nicht getan. Ich kann nur so viel dazu sagen, also erstens mal, das ist aber nicht der Hauptgrund, er ist Sympathisant einer Partei, die mit meinen Zielen als Pirat unvereinbar sind, woher ich das weiß. Er hat seinen angekreuzten Wahlzettel fotografiert und auf seinem Handy abgespeichert. Nee, sorry, das tut mir leid, also Dummheit gehört bestraft und ich hoffe, du wirst zugeschissen. Leute hacken deine Fritzbox, rufen Premium-Nummern an, du kriegst Viagra ohne Ende geschickt. Das Landeskriminalamt fragt bei dir an, warum so viele Einbruchsender in deinem Clubhaus auftauchen und dein Arbeitgeber feuert dich wegen Drogenkonsum. Nee, sorry, also da habe ich es einfach gespart so. Das Dummheit gehört bestraft. Also das habe ich mir nicht aus den Fingern gezogen, das ist 100% Wahrheit. Der Dreh war eine Zeit lang, hat Google bei Picasa irgendwie einen Fehler drin gehabt, also man konnte im Prinzip einfach eine Standard-Picasa-Adresse nehmen und einfach nur ein paar Zahlen ändern und die Fotos, also man konnte nach Datum sortieren und einen bestimmten Hashcode, man konnte einfach durchprobieren und dann ist alles aufgetaucht, also querbeet weltweit, ja, irgendwelche Teenager aus Indonesien, irgendwelche möchte gern Rocker aus Deutschland, irgendwelche französischen Künstler, also Millionen und Abermillionen und im Internet gab es da in bestimmten einschlägigen Foren wirklich großartig viel Spaß. Wie gesagt, ich hätte ihm Bescheid gesagt, aber wer seinen Wahlzettel fotografiert, der hat es nicht und in die Cloud hochlädt, der hat es nicht anders verdient. Also da ist bei mir das Limit so. Ich muss nicht jeden mitnehmen. Das zweite ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die eigentlich in Regensburg anfängt, im Rockermilieu. So, weil wir sind ja jetzt wieder bei Rockern. Und da gab es dann irgendwann mal einen dieser Gesellen, der ist dann wohl bei einem Grenzübertritt erwischt worden und hatte wohl 10 Gramm Crystal dabei, sowas in der Hausnummer. Wurde dann verurteilt und hat aber dann gesagt, das ist ganz, ganz großartig, ja, nee, ich habe das ja nur im Auftrag gemacht. So, das Bayerische Landeskriminalamt quasi, das ist mein Auftraggeber, so, ich bin ja hier so dick undercover.
Und das Gericht hat gesagt, nö, das glauben wir nicht, das ist unglaubwürdig. So, das kennt man, in Bayern hatten wir da schon mal so einen Fall, ist, denke ich mal, hier allen bekannt. Da gab es dann einen, der wurde dann sogar in die Psychiatrie eingeliefert, weil man gemeint, der wäre paranoid und so. Ne? Weil Banken sind ja ehrlich und genauso kann es natürlich auch nicht sein, dass so Pseudo-Geheimdienste irgendwelche Leute zu Straftaten anstiften. Aber in dieser Angelegenheit mussten dann tatsächlich Leute vom Bayerischen Kriminalamt, weil es wurde dann nochmal neu aufgerollt, dann tatsächlich vor im Gericht in Würzburg aussagen. Und was da rausgekommen ist, da zieht es einem wirklich die Schuhe aus. Nicht nur hat der sogenannte V-Mann Führer, ein Oberkommissar des Bayerischen Landamtskriminalamts, ihn wirklich, zumindest sagen wir, bei seinen kriminellen Aktivitäten aktiv begleitet, die sich auch noch sehr, sehr weit ziehen, angefangen von illegaler Einfuhr von Betäubungsmitteln. Dann ging es irgendwie um Diebstahl von Baumaschinen in Dänemark und große Festivitäten mit anderen Rockergruppen in Österreich. Das hat der Mann, also der Führer hat es dem Rocker auch teilweise außerhalb von jeglichen offiziellen Quellen anscheinend aus seinem Privatkonto bezahlt. Also Eigeninitiative wird da ganz, ganz groß geschrieben. Ich frage mich, gibt es da eine Reisekostenabrechnung oder einen Auslagenersatz? Weil muss ich das Geld ja wieder irgendwie wiederholen. Aber gut. Nun, dieser Mann ist unheimlich fantastisch. Also beide sind unheimlich fantastisch. Das ist ein ganz, ganz großes Kino. Und jetzt muss ich mal nachschlagen, weil da sind so viele Fuck-Ups drin. Es wird jetzt nur noch großartig, versprochen. Also, anscheinend hat man im Landeskriminalamt, mir war das so nicht bewusst, haben die durchaus, ich will nicht sagen nachrichtendienstliche Fähigkeiten, aber die können auf sehr viele Datentöpfe zugreifen, die eigentlich mit einer Arbeit von einem LKA so erstmal nichts zu tun haben. Und das können die anscheinend sehr direkt, ohne andere Behörden davon in Kenntnis zu setzen. Ohne anscheinend auch andere Leute in ihrem eigenen Haus in Kenntnis zu setzen. Dieser Geselle hat der V-Mann-Führer hat Daten abgefragt über einen sehr langen Zeitraum, über mehr als eine Dekade, rückwirkend bis in die 1990er Jahre. Da ging es auch nicht nur in seine Arbeit betreffend, sondern alles, was ihn so interessiert hat. Zum Beispiel über wer in meinem Dorf hatte schon mal Kontakt zur Polizei oder Kontakt mit der Polizei. Wer bei mir in der Gegend hat alles eine Waffenbesitzkarte. Das trifft auch Leute, die einfach nur vielleicht zwei Käfer weiter wohnen, aber Mitglied im lokalen Sportverein sind. Er hat sogar vor seiner eigenen Familie nicht Halt gemacht. Also da ist wohl auch der Schwager in Mitleidenschaft gezogen. Es gehen die Gerüchte um, er hat auch seinem V-Mann mitgeteilt, dass gegen seine in der Region lebende Tochter wegen Drogenhandel ermittelt wird. Das ist wirklich unglaublich großes Kino. Und das ist Ding, das ist also, wir reden hier von einem kleinen Dorf am Rande vom Steigerwald mit so 1000 Einwohnern. Und ich meine, das sind meistens dann auch Leute, die von sich auch sagen würden, ich habe ja wirklich nichts zu verbergen. Und die vielleicht auch sorgenlos sind und die auch nicht mal ihr ganzes halbes Leben die Cloud hochladen, sondern ich meine, man hat immer mal wieder Polizei zu tun, mal da zu schnell gefahren oder hier angeblich mal irgendwo mit dem Spiegel hängen geblieben. Meistens sind das ganz banale Sachen. Ja, manchmal vielleicht auch Sachen, die einem peinlich sind. Vielleicht doch mal nach Fasching die Trunkenheitsfahrt oder so, die nicht mit dem Verlust vom Führerschein behaftet ist, aber trotzdem, das ist was sehr Privates, es geht niemandem was an und solange es nicht vor einem ordentlichen Gericht landet, ist es auch nicht öffentlich. So, und der Mann hat es trotzdem abgefragt, was noch viel, viel härter ist. Und da muss man sich die Frage mal stellen. Der konnte das über 10 Jahre lang machen und es ist angeblich niemandem aufgefallen. Es werden hier immer gerne Stasi-Vergleiche gezogen, aber ich kann euch sagen, weil ich war im Museum für Kommunikation in Nürnberg, da gibt es Stasi-Unterlagen, da kann man mal nachgucken. Und bei der Stasi musste man ein Formular beantragen für ein Auskunftsersuchendes schriftlich. Bei der Stasi musste man ein Formular beantragen für ein Auskunftsformular schriftlich.
Das heißt, selbst in diesem, was man mal gerne als Unrechtsstaat bezeichnet, gab es da doch eine gewisse Nachvollziehbarkeit und Rechtmäßigkeit und bestimmte Prozesse. Deshalb können wir auch heute noch in der Gauk- oder Birtler-Behörde alles so schön nachvollziehen. Da gibt es anscheinend nicht. Da kann anscheinend jeder Beliebige, der sich Oberkommissar nennt, einfach beliebig sensibelste Daten, auch von Finanzbehörden, einfach nachfragen, ohne irgendeine Form von Nachvollziehbarkeit, ohne anscheinend auch irgendeine Rechtmäßigkeit, ohne dass es einem über 10 Jahre lang niemanden auffällt. Und das ist das, was wir heranzüchten. Wir reden hier, wir geben Leuten teilweise geheimdienstähnliche Kompetenzen in die Hand, wegen Sachen wie einem Drogenschmuggel von 10 Gramm. Also ich habe Breaking Bad gesehen und 10 Gramm Crystal Meth, also es tut mir wirklich leid. Und ihm damit dann quasi angeblich in irgendwelchen Rockerkreisen zu mehr Ansehen zu verhelfen, um dann irgendwann eventuell irgendwelche Straftaten aufzuklären. Also, das kann man eigentlich gar nicht mehr bewerten. Und das einzige Vergehen der Leute, die sehr unfreiwillig hier in diese Überwachungsmaschinerie reingeraten sind, das einzige Vergehen, was der normale Bürger da begangen hat, war eigentlich einfach nur in Wiesenbronn zu wohnen. Ich schließe diesen ganzen Komplex einfach mit einem Kommentar auf der Mainpost, der so gut war, dass er auch in der Pressemitteilung der Deutschen Presseagentur gelandet ist. Und der hieß einfach nur: Am Rande des Steigerwalls tun sich Abgründe auf. Und ich habe gesagt, das Jahr 2015 war zum Wegwerfen. Und lasst euch gesagt sein, das Jahr 2016 sieht nicht besser aus. Den ersten Preis für das kleine Zitat, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein, ist dieses Jahr schon gefallen. Es geht an eine Dame von der IG Metall. Im Zusammenhang mit dem Crowdworking und dass jetzt Gewerkschaften auch mal reingehen sollen, weil da wird ja sehr wenig bezahlt, es gibt keine sozialen Sicherungen und da fiel eben dieser Satz, ja auch das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Wie wir aber jetzt schon mehrmals gehört haben, die einzigen rechtsfreien Räume dieses Jahr, die gab es an Silvester am Hauptbahnhof in Köln. Also so zum Thema dann rechtsfreier Raum und auch ansonsten ist da viel, viel Déjà-vu. Der Spritpreis ist zurzeit sehr, sehr billig. Faszinierenderweise, trotz der Hinrichtung von 47 Leuten Anfang des Jahres in Saudi-Arabien, ist der Spritpreis nicht hochgegangen, trotz der Verwerfungen, die es da gab. Also der Crude Oil Index sinkt weiter. Der Burning Embassy Index, notiert in Teheran, der steigt ins Unermessliche. Also da wird es auch noch ordentlich krachen. Ansonsten haben wir auch wieder das Leistungsschutzrecht. Also Springer klagt wohl in Hamburg. Nee, halt stopp, das ist falsch. Springer klagt in Berlin, die sind umgezogen. Aber nein, das ist falsch. Die VG Media natürlich klagt in Berlin. Diesmal zivilrechtlich wollen sie mal wieder Geld von Google haben. Das wird auch auf jeden Fall noch ganz, ganz großartig. Also das Jahr 2016 hat wieder genauso beschissen angefangen, wie das Jahr 2015 aufgehört hat. Ich danke euch.